Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tracksplits. Und ich wurde neulich gefragt, wie grenzen sich eigentlich die unterschiedlichen Produktionen und Serien im 1701 Museum voneinander ab? Und die Antwort ist, gar nicht. Es fließt alles ineinander. Es ist wie in der realen Produktion der Serien und Filme. Schönerweise ja alles miteinander verbunden. Und am ehesten macht sich das natürlich jetzt bemerkbar beim Blick auf die Originalserie, wo inzwischen auch immer mehr Inhalte von Strange New Worlds Einzug halten, beziehungsweise hier in dem Fall sogar von Lower Decks. Und da zeigt sich sehr schön, wie alles miteinander verbunden ist. Dieses Plakat, das kennen wir alle aus dem Spind von Bäumler. Aber auch sonst ist das Star Trek-Universum ja ein sehr inklusives, was vor allem auch Elemente aus anderen Serien und Filmen dieses Universums betrifft. Man merkt einfach an jeder Stelle, dieses Universum ist vielfältigst miteinander verbunden. Und so passt es ja auch irgendwie ganz gut. Diese scharfen Brillen, die die Mannschaft in The Cage trug, die gab es in Neuinterpretation bei Discovery und Strange New Worlds. Die coolen Stiefel auch weiterentwickelt. Es gibt so eine aktuelle Vorliebe fürs Sternflottendelta, das haben wir ja schon besprochen. Und dann merkt man hier aber auch, wie sich das vom Design her sehr gut ergänzt zu den Dingen, die uns seit den 60er Jahren als das begleiten, was wir als das 23. Jahrhundert kennen. Von daher, wie ist das bei euch? Fließt bei euch auch Star Trek zusammen oder trennt ihr streng und sagt, nee, entweder die Serie oder die, die müssen für sich stehen können? Weil das, finde ich, ist für mich der größte Reiz dieses Star Trek-Universums. Alles ist miteinander verbunden und alles ist möglich. Zum Beispiel auch eine Musical-Folge. Soweit zu den Tracksplits für heute. Bis morgen.